So, ein wunderschön und herzlich willkommen zurück zu Clicker Hero. Mittlerweile schon Folge 15. Und diese Folge nehmen wir tatsächlich endlich mal unsere erste richtige, also, na eigentlich, also, ist ja, die erste war ja auch eine richtige, also, die zweite Transcension an. Vollbild? Ja, wie vermutet, ne, wir haben wieder das Zehnfache an Hero Souls und das hat gerade mal gereicht für fünf weitere. Also definitiv nicht das, wo wir hin möchten. Von daher habe ich noch gedacht, komm, leck mich. Was ich gerne noch probieren würde, ist, ich habe jetzt mittlerweile die beide hier auf relativ hohem Level. Da geht auch nicht mehr allzu viel. Was ich jetzt gerne wissen würde, ist, wäre es vielleicht jetzt sogar schon effektiver, auf den nächsten zu wechseln? Aber gut, wir haben 1E180. Ich mache einfach mal alles auf Moloch und guck mal, ob das irgendwas bringt. Wo ist ein Moloch? Da oben. Das hat ja gut funktioniert. Hä? Mehr geht gar nicht? Achso. Ja, tatsächlich, doch, es würde sogar schon etwas mehr bringen. LOL. Okay, interessant. Ich meine, bringt uns jetzt auch letztendlich nicht weiter, weil wir bräuchten noch 1,4E9. Von daher scheiß was drauf. Wir senden jetzt einfach mal. Obwohl brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Schon wieder. Eben, bei der Transcension schon wieder automatisch gesendet. Ich war gerade noch in alten Gefilden. So, ja. So. Damit neue Runde, neues Glück. Okay, wir haben 35. Das heißt, wir müssen mal gut überlegen, wie wir den am dümmsten einsetzen. Am allerschlausten wäre das hier erst. Obwohl, letztendlich muss ich ja sowieso alle einsetzen. Ich schon wieder. Am allerwichtigsten: Admin und Komawakamaru. Aber nicht mal auf Level 3. Hier. Genau, hier steckt sie mich exponentiell an, was relativ geil ist. So, jetzt haben wir noch 17 Stück. Das heißt, ich würde vielleicht einfach mal alle, die wir haben, auf Level 4 bringen. Dann heißt es quasi dich, dich, dich und dich. Jetzt haben wir alle auf Level 4 und haben noch einen Ancient Soul übrig. Und das können wir einfach reinpacken. So, ist das eine gute Idee? Ich hoffe mal ja, und wenn nicht, dann fange ich an zu heulen. Na doch. So, das heißt, wir haben jetzt bei Admin, bei Komawakamaru, 50% mehr ist noch nicht so viel, aber alles andere wäre einfach zu teuer. Bei Admin haben wir immerhin 100% plus. Das heißt, wir landen jetzt irgendwo so bei 35% Primal Chance statt 30. Und wir haben ordentlich Idle Power. Da haben wir jetzt fast das Fünffache. Also, oder wir haben mindestens das Fünffache, aber halt noch mehr, weil das Fünffache ist ja auch schon drauf gerechnet. Das heißt, von dem, was drauf kommt, haben wir das Fünffache. Ist ja auch egal. So, genau. Dann machen wir hier langsam mal beginnen. Siehst du, das war vielleicht gar nicht mal so clever, heute früh bereits die ganzen Sachen hier einzufahren. Ach scheiße, ich wollte ja Mist, die Söldner, die sind jetzt auch nicht mehr aktiv. Also aktiv sowieso nicht mehr, weil ich wollte euch da was. Mache ich das? Ja, komm. Ich wollte euch was Witziges zeigen. Ja. Komm, sind wir ehrlich, es musste doch so kommen. Ich hab's doch die ganze Zeit. Ich habe es doch die ganze Zeit. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, ich hätte es gesagt, aber irgendwie doch schon. Ich meine, ja, was bleibt denn anderes übrig? Ja. Hoffentlich kann dieser Vorgang hier nicht sterben. Das Einzige, was jetzt sterben kann, ist die gesamte App. Oder das gesamte Spiel. Keine Ahnung. Ja. Das ist natürlich richtig schön. Wir haben kein. Ja, genau. Das ist natürlich bedrückend. Ich würde mal sagen, dann lassen wir auch erstmal alles einfach so, wie es ist.
Wobei ein, also wir speichern mal ganz kurz. Ja. Achso, siehst du, ich hab doch gerade kurz davor gespeichert. Wait a minute. Gut, ist jetzt sowieso im Clipboard, von daher kann jetzt eigentlich nicht mehr passieren. Wir machen mal ganz kurz V-Roll. Ah, war nämlich klar, wir kriegen keinen Juggernaut. Doch. Es war extrem spät, aber hey. Dann können wir es tatsächlich fast so lassen. Ich meine, die anderen, ne, wir haben jetzt quasi fast 50%. Warte kurz. Wir haben gerade 2 ausgegeben, 3 ausgegeben. Das heißt, wir haben 4 verloren. Aber ganz ehrlich, die 40% haben wir jetzt schon fast wieder raus, weil jetzt haben wir 100% schon dazu. 120%. Ah ne, wir haben ja schon 2%. 0,02%. Also haben wir quasi schon 240% dazu. Von daher, wie gesagt, Juggernaut macht halt am Anfang schon durchaus Sinn. Von daher lassen wir es jetzt einfach so. Das sieht so gar nicht mal so schlecht aus. Ja. Genau. So, dann sollten unsere Stats eigentlich auch relativ gut sein. Ich meine, wir haben jetzt 500% DPS. Das bringt uns noch nichts. Das bringt uns erst ab der nächsten Ascension was. Aber wir haben halt hier schon mal ordentlich DPS Boost und ja. Ich meine, gut, ein Level mehr. Das ist jetzt nicht gerade die Welt, aber Alter, wie mich das hier schon wieder es ist halt einfach so unendlich dämlicher. Es ist halt einfach so krank. Es ist so unendlich. Ja, egal. Es ist nee. Einfach nein. Manche Sachen muss man nicht verstehen. So, 1, 2, 3, der war bis 100 und der war bis 125. Können wir es aber noch nicht leisten. Na, schöne Kacke. Jetzt vielleicht? Nein, noch nicht jetzt. Sehr schön, dankeschön. Brittany. Brittany können wir einfach mal... wie viel Upgrades hatte die Dame? Nur 4. Na gut, das ist aber alles nur Eigenschaden. Das ist natürlich sehr bedauerlich. Betty Kicker macht gut Schaden. Also nicht selber, aber sorgt halt dafür, dass andere gut Schaden machen. Und Kick Damage, das ist natürlich auch geil. Das gefreut mir doch. Na komm, mache er hinne. Danke. Na komm, mache er hinne. Aber Maria Josef. Da, 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 da. Oh, hat doch nur eins ab. So. Und sogar auch Click Damage. Nice. Oh, und auch für alle Helden. Ja, leck mich doch am Arsch. So, The Masked Samurai ist sogar unsere Top-Favoritin. Sollten wir sie gleich von Anfang an direkt benutzen? Also, ich meine so mit Autoklicker drauf und dann immer gib ihm. Mach ich einfach mal, ne? Ich meine, schaden kann es nicht. Hoffe ich. Einfach mal. Die gute wird zwar auch sehr schnell sehr teuer, aber sie macht dafür auch sehr schnell sehr viel Damage. Spätestens ab Level 1000. So, wir müssen natürlich erstmal trotzdem weiter leveln, weil wir müssen erstens noch weitere Upgrades hier reinholen. Und zweitens muss sie ja überbrückt werden, bis sie bei Level 200 ist, weil, ne, wie gesagt, bis Level, von Level 100 bis 200 ist es halt absolut ineffektiv. So. Danke. Genau, hier ist wieder Crit Damage. Sehr schön. Lucky Strike. Sehr geil. Und dann haben wir wieder diese Dinger. Ja, wie gesagt, hier haben wir leider schon alles abgeerntet. Aber gut, was soll's. Oh, nicht so schlimm. Das, was am wichtigsten ist, haben wir. Alles andere ist relativ egal. Gut, ich meine, wir hätten hier den doch vielleicht noch ein Level kaufen können. Aber ganz ehrlich, scheiß was drauf.
Man muss ja nicht gleich anfangen zu heulen. So, die kriegt noch ein Upgrade. 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 So, unser Samurai ist mittlerweile bei 200. Und macht trotzdem nur 1% Damage. Was ist denn hier los? Das ist ja quasi illegal. Danke. Ach komm. Na komm. Na komm. Kommst du? Kommst du? So. DPS für alle, sehr schön. Das kommt ja auch direkt unserem Samurai zugute. Finde ich sehr geil. Siehst du, ich wollte mal beim nächsten, bevor wir den nächsten DPS-König da kaufen, also das nächste Upgrade, was komplett DPS erhöht, will ich mal unsere unser Click Damage mal in Betracht ziehen, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass auch der DPS steigt, was hier eigentlich sogar logisch ist, fällt mir gerade ein. Ja, eben, ich bin doch bescheuert, alles gut. Alles gut. Klar steigt der DPC. Also der CP DP. Hä? DPC. So. Ich will es hier immer am Anfang ran klatschen, weil Click Damage jetzt um mit dem C beginnt, aber Damage per Klick, da ist das hier am Ende. Yay, mehr Gold. Oh, ein Fisch. Mehr Gold ist gut. Mehr Gold ist immer gut. Noch ein Fisch. Alter, was ist hier los? Komm mir vor wie so ein Fischer. Aus Fischistan. Aber man merkt mittlerweile, ne, die 500%, die wir hier dazu haben und die Klick-Kombo, das macht sich. Wir flutschen hier quasi direkt schon durch. Also, ich meine, es ist kein Insta-Kill, ja. Aber ich meine, wir kommen ja auch nicht ins Stockern oder sowas, ne? Und das bereits in der dritten Transaction. Das ist echt nicht schlecht. Das ist. Ich weiß noch damals, als wir mit der Version 1E7 gespielt haben, wo wir ja, weiß nicht, bei den ersten ganz vielen Ascensions, Transactions direkt wieder gefickt waren. Aber sowas von hart. Da macht sich das jetzt hier doch schon wesentlich einfacher. Ah, der Kritual können wir erst nur, also macht erst Sinn, wenn wir das Ding hier auch haben. Den Energizer. Wobei ganz ehrlich, ob wir nur 0,5 oder 0,10 dazu bekommen. Also 0,05 oder 0,1. Jetzt trifft sich genau schon genauso diese Assi-Sprache ab für die ganzen Mathematik-Genies. In Klammern nicht. Ja. Hätte ich damals immer meine Mitschüler richtig schön in die Fresse hauen können, wenn die Matheunterricht angefangen haben. Ja, das ist 0,15. Ja, 0,15 was? 0,15? 0,015? 0,0015? Was meint ihr mit 0,15? Hä? Ja. Aber gut. Na gut, da brauche ich eigentlich gar nicht weitermachen. Der ist ja erst bei Level 150. Das bringt gar nichts, den Ophi hoch zu leveln. Weil Stärke bringt das ja auch nichts. Ne? Der ist ja super schwach im Vergleich zu dem hier zum Beispiel. Von daher. So, bam. Das ist Power hier. 8E18, Alter. Leck mich am Arsch.
Oh, wir haben schon gleich Level 100 erreicht. LOL. Das geht ja schneller als gedingst. So, wie bist du aktuell? Wie sind deine Werte? Wo ist denn die Samurai? Da. Oh, immerhin immer noch 7%, ne? Also. Die wird irgendwie nicht abgedrängt. Scheint also vielleicht doch Sinn zu machen, die von Anfang an mit ins Boot zu holen. Super Klick. Yay. Weißt du was? Können wir direkt mal machen hier. Bam, bam, bam. Danke. Bam. So. Hier noch ein bisschen. Da noch ein bisschen. Hier oben haben wir alles. Sehr schön. Ach, herrlich. Achso, ich brauche dich, diesen Energizer. Ja, damit ich endlich mal das hier machen kann. Das wollte ich schon immer mal machen. Ja. So, können wir uns doch gleich Frostleaf kaufen? Das wird ein Spaß. Da kann ich dich schon mal drauflegen direkt. Oh, erstmal kommt natürlich noch Grant. Grant's Theft Auto. Boah, 3500 direkt, ey. Ja eben, stimmt, die erste Ascension brauchen wir gar nicht so lang machen. Macht überhaupt keinen Sinn. Fällt gerade mal so ein. Egal, wir können ja trotzdem ein bisschen hier, ne? Ein bisschen können wir schon machen, ein bisschen so. Umso schneller geht ja die nächste Ascension. Wenn wir uns schon mal direkt ein paar Level von hier, Kumawakamaru kaufen können. Ich meine gut, mehr als 10 Level am Anfang geht sowieso nicht. Für selbst 15 Level ist nicht machbar. Ne, 10 Level, die ersten 10 Level ist ein Klacks, weil die kostet gerade mal 1000. Ne, und 15.000 haben wir jetzt schon, also das ist ja absolut kein Problem. Aber alles, was da drüber ist, wird dann doch langsam schmerzhaft. Potenzen, oder anders gesagt, mit Potenzen ist nämlich nicht zu spaßen. So, das haben wir eigentlich alle Upgrades, oder? Mal gucken, ob hier noch was Schwarzes ist. Nö, wir haben alles. Dann können wir schon hier. So, bam. Jetzt sollten wir definitiv alles haben. Easy peasy. Was willst du schon wieder hier? Weg da mit dir. Gehst du auf den Sack, Alter. So, die ersten Dixelbums haben wir auch schon. Sehr geil. So, wie bist du aktuell? Wieder 20%, okay. Trotzdem nehme ich dich erstmal wieder raus. Einfach weil jetzt er definitiv effektiver ist. Na, 98%. Ne? Bis Level 100 ist der hier definitiv der Vorreiter. Da brauchen wir gar nicht erst drüber reden. Das ist also. Ist halt so. Komm. Danke. So, und jetzt dürft ihr auch langsam mal anfangen, wieder schwächer zu werden. Jetzt gibt's da mal bei 1% immerhin. Ja, gut, da hat sie jetzt auch gerade mal maximal 5%. Gut. Ich würde mal sagen, damit Maske Samurai fangen wir wieder dann an zu kaufen, sobald wir hier anfangen, ne, auf der Semi-Insta-Kill-Phase rauszukommen. Also, wir haben wir noch dich, haben wir noch, dann haben wir noch. Nö, macht doch keinen Sinn. Ich glaube, wir machen auch direkt mal zwei Folgen, ne? Die Folge jetzt, dann mache ich jetzt noch die Ascension durch und sobald wir dann quasi die nächste Ascension anfangen, mache ich dann nochmal eine Folge.
Also nochmal zweite Folge. Dann wird die Folge jetzt wahrscheinlich auch langsam zu lang, oder? Wann haben wir angefangen? Um 19. Ja, siehst du, wir haben jetzt schon fast eine halbe Stunde. Ach nee, 19. Nicht 20. Mann, 19, nicht 10. So rum. Geht also gerade mal in 20 Minuten. Oh doch, dann können wir eigentlich doch direkt die zweite Session auch noch mit dran klatschen. Alles geht ja. Tja, das heißt, die erste Session komplett. Also, ne, ab jetzt könnten wir quasi aufhören. Das heißt, die ist jetzt fertig in dem Moment. Ja, heißt also, die erste Session einfach mal in 20 Minuten durchgeprügelt. Das ist echt nicht schlecht. Also, das ist schon heftig. Ja. Dann machen wir jetzt nochmal dich. Und dann kommt der nämlich langsam echt in Stockern hier. Das heißt, wir gucken dann mal ganz schnell. Gehen wir dann mal wieder hier auf den Samurai. Machen wir einfach mal manuell hier, damit ich auch gleich mal im Überblick halte. Ah, siehst du, schon 34%. Also der kommt definitiv schneller. Weil jetzt alleine im nächsten Level ab hat er weit über 50%. Weil er hat jetzt bereits ein Drittel. Und das wird dann vervierfacht. Also sind es dann quasi nicht mehr 3/10, sondern 12/10. Der hat also mehr als 100% unserer gesamten Stärke. Wer das gerade geglaubt hat, ist ein Idiot. Nein, natürlich nicht. Also, der hat jetzt, was, wo bin ich jetzt gerade? Der. Ein Drittel unserer gesamten Stärke, also unsere gesamte Stärke macht er quasi eher und er hier alleine aus. Das heißt, man kann sagen, wo bin ich jetzt? Wo bin ich jetzt? Wo bin ich? Was machst du? Da. Er hat quasi ein Drittel. So. Wenn man das Ganze dann also hochrechnet, ne, dieses ein Drittel wird vervierfacht. Das heißt, es sind vier Drittel. Allerdings steigt ja damit auch die Gesamtkraft an. Das heißt, es ist nicht mehr vier Drittel, sondern in dem Moment vier Siebtel. Wir machen also zwar mehr als die Hälfte Damage, aber jetzt nicht mehr als 100%, weil das geht einfach logischerweise auch schon gar nicht. Ah, siehst du? Mehr als die Hälfte, aber nicht mehr als 100%. Man muss immer mit bedenken, wann man nur den Zähler verändert und wann man auch den Nenner verändern muss. Das ist, ne? Mathematik ist nicht so einfach, wie es sich manche denken. Wie gesagt, hier ein Level abzukaufen bringt gar nichts, weil das bringt von der Stärke her überhaupt nichts. Das bringt erst was, wenn er Level 200 erreicht. Davor hat das keinen Sinn. So, das heißt, wir können jetzt hier immer schön... Oh ja, 9,33, dauert noch ein bisschen. Aber ich glaube, mal viel länger zu machen, nutze ich auch gar nicht mehr. Komm, wir sind einfach. Bam, danke. So. Das noch die Länge herauszuzögern, hätte überhaupt nichts gebracht. Jutschen, dann holen wir mal direkt hier die ersten Dingsterbumster. Open All. Wie wir die verteilen, müssen wir dann gucken. Ich würde fast tatsächlich sagen, wir packen die direkt schon mal auf Rostleaf. Ich hoffe mal, das ist keine allzu dumme Idee, sondern eher eine total geile Idee. Aber das wird sich zeigen. Ja. So. Haben wir jetzt direkt mal 720 Hubus Holz ausgegeben. Auch geil. So, dich können wir respecken. Wir brauchen keine Aktivklicken mehr. Ab jetzt wird wieder passiv gepassiviert. Ja, komm. Ah, ne, Admin. Admin direkt. Ja. Genau, dich will ich haben hier. Und dein Deinen Kollegen, der jetzt natürlich wieder weg ist, danke dafür. Alles andere Scheiße hier. Hatte ich dich nicht schon? Hä? Ja, wieder, wir haben hier gekauft. Ach nee, hat ja Atem gekauft. Alles gut. So, geht doch. Danke. Dann holen wir uns auf jeden Fall noch Kumawakamaru. Ne, das macht direkt mal Sinn. Goldene Klicks brauchen wir. Komm, lassen wir erstmal. So, wir können auch direkt mal hier bam. Dankeschön. Denn we need cash. Okay, wow, ein Taler hat jetzt gerade gar nichts gebracht. Okay, komm. Wir müssen mindestens auf 50 kommen.
Sehr schön. So, jetzt können wir warten, bis der Eitelbonus einsetzt und dann können wir weiter kaufen. So. Das heißt. Will ich sie wirklich schon auf Level 10 bringen oder reicht Level 9 erstmal aus? Ich glaube, mal Level 9 reicht aus, weil es kostet alleine schon 1000. Und wir haben nur noch nur 27, also nur 28.000. Da wäre mit 2000 Dollar fast zu viel. Also nicht viel von dieser 4000 verwirren lassen. Die 4000 ist, weil ich jetzt 10 Level kaufen würde. Aber ich will ihn ja nicht bis Level 11 haben, sondern nur bis Level 10. Das heißt, bis Level 10 wäre die Hälfte davon. Aber wie gesagt, auch die Hälfte davon, 2000, ist mir ehrlich gesagt noch ein bisschen zu teuer. Wir kaufen mal nur 8 Level. Das reicht vollkommen aus. Dann haben wir immerhin schon 1000 ausgegeben. Das gleiche gilt dann auch für Kumawakamaru. Bam. Das reicht erstmal aus. Wir müssen es ja nicht direkt von Anfang an übertreiben. Da haben wir trotzdem schon 2,5 Monster direkt Bonus. Und ordentlich Primal Bomb. Primal Boss Chance. So, und jetzt können wir bei der anderen mal ganz kurz gucken. Wait a minute. Oh, Moment mal. Das darf doch hier nicht in Stockern geraten. Wo kommen wir denn da hin? So. 1000 ist gerade noch zu teuer. Ja, wäre viel zu teuer. Jetzt 100 ist schon zu teuer. Das heißt, wir machen erstmal. Ich guck mal. Ja. Ja. Ja, ja. Bis 50 ist gut. Alles darüber muss nicht sein. Also 49. Dankeschön. Dankeschön. Und Dankeschön. Da haben wir schon mal ordentlich Goldbonus. Ne? Da macht sich direkt unser Weißt du was? Leck mich am Arsch. So. Ich mache jetzt etwas, was ich schon längst hätte tun sollen. Achso, halt. Na komm. Kommst du? Dankeschön. Silikil. Na, das hört irgendwie auf. Ist das echt? Ich meine, es würde sogar Sinn ergeben irgendwie. Aber warum sollte man einem Outsider so solche Namen geben? Wäre zwar funny, ja, aber ist das echt ein Wort? Okay. Ich bin gerade ein bisschen hätte ich jetzt nicht gedacht. Ehrlich gesagt, gar nicht. Lol. Ja. Chinesisch ist schon witzig. Muss man schon mal dazu sagen. Tja. Interessant. Echt interessant. So, wir stocken hier schon wieder. Das ist nicht gut. So, bam. Genau. So, hier haben wir jetzt soweit alles. Wie gesagt, weiter runter 100 Levels. Würde 2000 kosten. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Da gucken wir lieber nochmal, ob wir nochmal was bekommen. Und zwar zum Beispiel den Typen hätte ich gerne. Und vor allen Dingen unseren komischen Däner. Den hätte ich halt auch noch gerne, ne? Ich glaube, das macht mehr Sinn, als jetzt die anderen auf Level 60 zu hieven. So, der bekommt wieder 8 Level. Dankeschön. Und bei dir muss ich gucken. Du bist ja diese Sonderform da. Ich mach mal bis Level 20. So. Haben wir da nochmal das 10-fache an DPS. Das bringt definitiv mehr als die vorhandenen hochzuleveln. So, jetzt haben wir noch 18.000. Es sollte gut sein. Dann kann ich den aber doch echt noch ein bisschen hochleveln, oder?
Das macht dann doch Sinn. Mache ich hier noch bis 30. Das macht dann doch tatsächlich. Das macht dann Sinn. Ja. Sieht doch gar nicht mehr so schlecht aus. Sehr schön. Sehr schön. Yuchen. Hä? Stand hier gerade irgendwo eine 0? Ich hätte gerade schwören können, dass hier gerade irgendwo eine 0 war. Anzeigebug. LOL. Da kommt Freude auf. Tralalala. Eugene. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Och komm. Danke, da kommt. Danke. So. Danke. Danke. Bom, bom. Gut, klickt damit brauchen wir eigentlich nicht mehr, aber. Pff. Darauf zu achten, was wir jetzt brauchen oder nicht brauchen, ist anstrengender als einfach alles zu kaufen. Spielt geldtechnisch überhaupt keine Rolle, von daher. Fuck off. Warum geht das nicht? Hä? Oh, er hat einfach nur noch nicht aktualisiert. Ach man. Ich hasse das, wenn die Dinger immer hier draußen sind, ne? Also ungefähr. So hier und das nicht aktualisiert. Okay, jetzt aktualisiert. Also, no. Machen wir. Obwohl, achso, das ist ja die Ascension. Das ist ja relativ dumm. So, machen wir mal so, ne? Man kann hier bereits draufklicken, aber er aktualisiert es jetzt nicht. Ab jetzt könnte ich es kaufen. Jetzt habe ich es gekauft. Aber hier ist immer noch komplett schwarz, wie als wenn ich noch nichts gemacht hätte. Das ist ein bisschen. Naja. Verwirrend. Aber genau das soll es wahrscheinlich auch sein. Einfach just for fun. So. Ach, ich weiß noch bei der allerersten Ascension, wo wir jetzt sogar noch Heldenlevels gekauft haben, um hier noch ein paar weitere zu bekommen. Und jetzt haben wir einfach direkt in der ersten Ascension ein paar tausend Hero Souls bekommen. Ach, das Leben kann so einfach sein. Was? Ich hab doch hier drauf. Wissen wir gerade? Ist auch egal. Komm, leck mich. Nein, da. Dieses Spiel macht mich aggressiv. So, du darauf. Und dann haben wir eigentlich soweit alles, ne? Ich könnte jetzt auch tatsächlich auf nochmal auf nächste Muster hier gehen, aber ganz ehrlich, dafür haben wir noch zu wenig Gilds. Wo sind die jetzt alt? Wo sind die alt? Da. Nein. Da. Aber ganz ehrlich, wie gesagt. Ich meine, wie viele Gildungen haben wir? Wir haben jetzt 9 Stück. Ja. Dann müsste ich die beide quasi aufteilen, jeder 4 Stück. Und ich weiß nicht, ob das... Ach. Wir bleiben einfach bei Frostleaf, so wie wir es bisher immer gemacht haben. Sollte schon passen. Wie gesagt, wichtig ist ja bei Frostleaf nur, dass man bis Level 200 kommt. Und das schaffen wir jetzt locker. Alles andere ist also komplett irrelevant. Ja. Das spricht für sich. Das können wir aber komplett getrost ignorieren. Ich spiele gerade die ganze Zeit im Fenstermodus, fällt mir gerade auf. Ist aber auch völlig egal, man sieht ja trotzdem alles. Ja, die Folge ist nämlich jetzt auch quasi schon vorbei. Wir haben alles, was wir gemacht haben müssten, haben wir gemacht. Von daher würde ich mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge denn wieder. Wenn es denn dann heißt, ja, Ascenden. Und wir haben sogar alles in einer halben Stunde geschafft. Finde ich gerade ein bisschen krank. Aber auch nicht schlecht. So, speichern wir mal. Ja. Und dann, wie gesagt, bis zur nächsten Folge. Ciao mit V.